Wie sieht's mit den Kryokammern aus? War da eine Fehlfunktion festzustellen? Keine mechanische, mein Lord. Vielleicht werden sie auch für die Truppe programmiert oder benutzt. Vielleicht spielt auch das System bei dem Klima hier verrückt. Das ist auch relativ feucht hier, die Umgebung. Kann schon mal auf die Schaltkreise gehen. Sehr bedauerlich. Captain Phasma ist da hinten sehr erfolgreich mit der Vorarbeit vom Schattentrupper. Mein Lord, falls Sie irgendwie unterwegs sein sollten, bräuchten wir eine Menge Schalentiere. Die Endoskelette, die Materialien, die wir daraus gewinnen können, sind gut, um Zement herzustellen. Wir brauchen Knochen. Von Insekten, korrekt. Oder die Platten von diversen Panzertieren. Jawohl. Rutschen Sie über die... Was ist hier los? Warum bin ich hier? Sie sind hier, weil ich angegriffen wurde und abgestürzt. Aber würden Sie bitte... Dann lassen Sie mich kurz mal die Beine vertreten. Wo muss ich denn lang? Oder wo kann ich denn raus? Ich will hier raus. Sie liegen noch. Legen Sie sich noch mal ins Bett, vielleicht ist es besser. In die Kryo. Ich habe den Schattentrupper-Druiden gefunden. Jetzt ist es schon besser. Alles klar. Also kommen Sie. Mein Kopf wird noch so sehr. Meister, die Aufzeichnungen vom Schattentrüppler-Druiden sind schon gespeichert. Ich habe sie schon. Das sieht es. Wie ich sehe, funktioniert wenigstens Ihre Kryokammer. Der Heilungsprozess vom Absturz war wohl noch nicht abgeschlossen. Ich bin noch ziemlich verwirrt und bin noch ein bisschen schwindelig. Ich verstehe noch nicht so ganz, was hier gerade passiert ist oder warum ich hier bin. Naja, Sie sind angegriffen, Absturz. Darf ich zum Imperium? Mein Kopf. Mein Schüler, hol ihm mal was von dem Spezial-Druiden-Zeug. Das säubert die Gedanken. Ich muss mich kurz setzen. Der schmeckt. Es soll nicht schmecken, es soll helfen. Ups. Hier, Captain. Etwas von dem Zeug. Das reinigt den Körper. Danke. Schon besser. Sie könnten mir behilflich sein. Sobald ich wieder bei Kräften bin, auf jeden Fall. Ich gehe nämlich davon aus, durch Ihre Rüstung und Equipment sind Sie in der Lage, mit den Mesh-Druiden klarzukommen. Die Baupläne habe ich noch grob im Kopf, ja. Ich muss nur abklären, wo die Teile sind, die wir vom Luftschiff kaufen konnten. Sind die noch nicht vorbeigebracht worden? Was ist denn gleich mit meinem Luftschiff? Warum bin ich eigentlich hier? Wissen Sie gar nichts mehr? Sie sind bei vollem Bewusstsein in meine Basis gekommen. Ja, ich weiß, ich vertrage. Ich weiß nicht, was hier los ist gerade. Ich muss das gerade alles erst verdauen. Im Kühlschrank ist Zeug zum Verdauen. Melden Sie sich, wenn Sie bei klarem Verstand sind. Alles klar. Captain Phasma. Captain des Luftschiffes ist zumindest bei Bewusstsein. Schauen Sie mal nach, ob er ärztliche Hilfe braucht.
Jawohl. Und die Teile von unserem Kauf beim Messhändler wird der Captain wohl auch benötigen. Okay, man darf. Die ist nicht einer unserer Druiden aufgeteilt. So, ich brauche was, um Tien farmen zu können. Die besten Burger weit und breit. Lecker. Wo ist mein Schüler? Schüler, mir gehen Knochen und Schuppen holen. Ja, Meister. Ah, mein Kopf. Captain, nehmen Sie den Druiden mit, wenn Sie an den nächsten beiden. Ah, das ist klar. Captain, ich lege Ihnen hier Platzzettel, die wir auf Ihrem Luftschiff erworben haben. Okay. Die und noch Zeug, um die zu bearbeiten. Und natürlich eine Lupe, damit sie alles genau sehen. Soll ich sie zu den Mechs führen? Ich würde mich gerne noch mal kurz hinlegen. Ich bin noch nicht ganz bei klarem Verstand. Jawohl, ich begleite sie ein Stück. Ich muss Waffen nach oben ins Lager bringen. Alles klar. Captain Phasma! Jawohl, mein Lord. Ich trage noch Sachen bei mir. Die in der Basis benötigt werden. Benötigt? Möchten Sie die Köder mitnehmen? Ich kann nicht schaden. Und das Fleisch für Ihr Tier und die Köder. Das sollte dann alles gewesen sein, mein Lord. Wir nehmen die übliche Funkfrequenz. Moment, etwas einstecken. Ja, das sollte jetzt alles gewesen sein, mein Lord. Funkgerät-Test. Funktioniert es? Jawohl, mein Lord. Ich spreche jetzt mit dem Schüler auf. Captain Fatman? Jawohl, Captain. Wo sind Sie? Ich bin im Lager. Hui! Mein Springer kann jetzt schon viel weiter springen. Haben Sie ihn trainiert? Nicht bewusst. So, dann können wir jetzt aufbrechen. Ich zeige Ihnen die Mechs. Fleisch voraus! Ja, das brauchen wir gar nicht. Der erste soll angeblich defekt sein und bei einem der anderen beiden sollen die Ersatzteile vonnöten sein. Ich lasse Sie dann in Ruhe mit Ihrer Arbeit. Sie können sich gerne nochmal den ersten angucken, ob man den vielleicht nicht doch wieder einsatzbereit machen kann. Aber
kümmern Sie sich erst um die anderen beiden, ja. Bis später. Mein Lord, können Sie mich hören? Was gibt es? Wir sind gerade mal am Zielort angekommen. Haben Sie vielleicht vergessen, beziehungsweise wollte ich fragen, wann wir denn zur Kantine aufbrechen? In der Vorbesprechung haben Sie doch erwähnt, dass wir irgendwas in diese Richtung vorhatten. Um nochmal mit dieser verrückten, alten Dame zu reden. Gut, dann... Ich könnte mit dem Schüler direkt hin. Dann tun Sie das, mein Lord. Meister? Meinen Sie, es werden mehr Sturmtruppler benötigt? Ich kann Ihnen das... Einen Moment, mein Lord. Ein Schüler, so gewinnen wir nicht genug Knochen, wenn du den Springer fütterst. Tut mir leid, Meister. Mein Lord, also ich denke, es ist okay, wenn Sie alleine dorthin gehen. Die Kantine war nicht feindselig und auch der Weg dorthin war relativ einfach. Naja. Meine Schüler, wir müssen zu dieser Bar, die wir mal gefunden haben. Gehen wir erst zurück zur Lager von uns? Oder? Könnten Sie den Captain dann eventuell fragen, ob Sie den Droiden mitnehmen? Der Captain kommt nicht, nur wir zwei. Gut, gehen wir los. Oh, reichliche Beute! Ausgezeichnet. Sehr gute Ausbeute, mein Schüler.
Meister, denke, wir sollten schnell weiter. Hier war doch der Weg, oder nicht? Ja, Meister. Achtung, ein Langfinger! Guten Tag, die Herren. Großmutter, warum genau warten wir nochmal hier? Du wirst es sehen, mein Junge. Okay, sehr gut. Ich werde so langsam ungeduldig. Oh, schnell, schnell, schnell. Ovi, Ovi, jetzt blass ich das gleiche Unglück. Oh, das war rechtzeitig. Ein paar. Sind das die, auf die wir warten? Oder sind das irgendwelche anderen, die zufällig nur vorbeikommen? Wieso hat sie das getan? Ich hab nichts getan. Ist es der Imperator? Hier, ich hab dir schon zu viel aufgeschrieben. Ja, du zahlst für das Bier oder du kriegst keins mehr. Ja, Sky. Kommen Sie näher. Ich hab doch kein... Was soll ich denn machen? Meine Frau hat mich verlassen. Mein Dasein in diesem Leben neigt sich dem Ende zu. Deswegen möchte ich gleich auf den Punkt kommen. James, Lala hier. Würdest du bitte den Imperator dort sitzen lassen? Ja, natürlich. Also, entschuldigen Sie mal, Junge. Sie sitzen jetzt hier seit 3 Tagen durch, ja? Möchten Sie jetzt endlich auch mal was bestellen? Das wird bald nicht mehr nötig sein. Haben Sie vielen Dank. Na gut, dann gebe ich Ihnen halt ein bisschen was. Das war aber auch das Letzte, was sie kriegen. Ich muss zurück ins Lager. Und Schüler, schau dich um. Wer hier noch alles zuhört. Herr Imperator, ich habe Sie erwartet. Können Sie mir bitte sagen, wer Sie sind? Sie sind hier, um von mir zu erfahren, wie Sie von diesem Planeten kommen und wie Sie Ihre Macht zurückbekommen, richtig? Wussten Sie das schon bei unserer letzten Begegnung? Meine Frau hat mich verlassen. Ich habe keinen Grund, mich zu... Das spielt keine Rolle. Für mich schon. Sie waren noch nicht bereit, mein Junge. Wichtig ist, was Sie zu tun haben, um dies zu erreichen. Ich habe keinen Grund zu leben. Meine Frau hat mich verlassen. Sie haben diese großen Gebilde schon mal gesehen, die hier sich auf dem Planeten befinden. 3 an der Zahl. Einer zu Ihrer Rechten.
Wir nennen sie Obelisken. Sie sind eine sehr lange Zeit schon hier. Und Sie haben was damit zu tun? Ich bin Herr Bauer. Nein. Die Obelisken. Aber ich habe... Die Obelisken haben nichts mit mir zu tun. Nein, mit dem Nicht-Davonkommen. Genau das ist Ihr Schlüssel. Aber wie gesagt, mein Leben ist schon fast vorbei. Dann reden Sie schneller, schneller, schneller reden. Ich bin eine alte Frau. Also, Sie müssen die drei Obelisken hacken. Sie brauchen sich nicht darum kümmern, wer das tun wird von Ihnen. Dazu ist niemand in der Lage, aber Sie werden jemanden an dem Treffpunkt finden, der das kann. Wichtig ist, Ihnen werden Kreaturen entgegenkommen. Sind diese drei Obelisken erstmal gehackt, dann ist Ihre Macht stark genug, die Sie zu einer Eishöhle führen wird. Ihre Macht wird sie dorthin führen, sobald die drei Obelisken gehackt wurden. Wenn die Obelisken gehackt sind oder ausgeschaltet sind, erlange ich meine volle Macht zurück. Noch nicht die volle, denn der letzte Ort ist der wichtigste. Zudem können Sie aber erst gehen, wenn die drei Obelisken ausgeschaltet wurden. Und das ist eine Eishöhle, ganz untypisch hier auf diesem Planeten. Und das ist der Schlüssel. Wenn Sie diesen letzten Ort ausgeschaltet haben, dürften Sie sowohl Ihre Macht zurückhaben, als auch von diesem Planeten runterkommen. Dann ist die Barriere komplett zerstört. Was befindet sich in dieser Eishöhle, was die Barriere aufrecht hält? Ich weiß viel, aber nun fragen Sie mich Einzelheiten. Aber es werden Monster sein, darauf können Sie sich verlassen. Es könnte möglich sein, dass Sie auf rote Rüstung stoßen werden, weil... spirituellen Wesen redet sowieso immer wirres Zeug. Dafür brauchen wir allein einen Dolmetscher, um das zu übersetzen. Sie werden definitiv am blauen Obelisken anfangen müssen. Der Treffpunkt ist die Fischerhütte. Dort treffen Sie denjenigen, der als Einzige hacken kann. An diese großen Dinger. Interessant. Sehr gefährlich. Wir haben das blaue Objekt bereits begutachtet, aber nicht wirklich einen Sinn in dem Objekt gesehen. Aber ich spürte bereits, dass es mir die Macht entzieht. Nee, nicht nur Ihnen. Es gibt halt noch eine Person, bei der das ähnlich wirkt. Meine Schüler? Die werden Sie aber treffen. Auch. Aber Sie werden am Treffpunkt werden Sie wissen, was genau los ist. Und eins noch, Imperator. Sorgen Sie gut für meine Kleine. Hä? Immer diese Rätsel! Für Ihre bitte was? War es das? Das war ein Schuss! Kam das gerade von da oben? Mein Schüler, ich sagte doch, die Gegend begutachten! Hoch da! Ich war es, Meister. Aber da war niemand. Die bleiben hier. Da vorne, wer? Fuck. Ja, wo ist der? Mein Lord. Da haben Sie jemanden gefunden? Er ist einfach verschwunden. Wie sah er aus? Es war der Barkeeper.
Herr Sky, es war der Barkeeper. Haben Sie ihn umgebracht? Nein. Wo ist er hin? Hier muss irgendwo eine Öffnung sein. Er hat einen Hebel oder so betätigt und ist verschwunden. Folgen Sie mir. Captain Phasma an den Imperator. Captain Phasma, ich höre. Hier ist ein roter Strahl. Er kommt fast neben unserer Basis runter. Schon das nächste Problem. Dann hat er sich da wohl in ein Loch versteckt. Was ist noch für ein Problem bei Ihnen? Ich würde den Architekten nehmen und mir das genauer ansehen. Ich nehme auch den Captain. Schauen Sie, das ist das Problem. Was ist das? Was ist das? Es ist auf der Brücke, auf der zerstörten Brücke zwischen unseren zwei Lagern. Wir müssen da sofort hin, mein Schüler. Okay, ich werde mit ihm kommen. Ich werde mich erstmal in. Ja, ihre Basis ist ebenfalls in Gefahr. Ja, Wo ist mein Springer? Meister. Vielleicht war er aggressiv auf dem Barkeeper. Mein Schüler, renn mal da hoch. Hier entlang. Ich bin dein Freund. Echt von der Overrunner gehupst. Alter, das war nicht so toll. Nehmen Sie mich in Ihrer Gruppierung bitte mal auf. Sollen Ihnen vertrauen? Wer ist das? Wer? Wer ist wer? Das ist ein... Das ist nur ein einfacher Gast hier. Was wollen Sie mit dem? Der hat nichts damit zu tun. Wo ist mein Springer-Schüler? Wir werden abwarten. Der Lord sollte bald erscheinen. Was? Da gibt's keinen Aufweg hoch. Ja, Sky, zeigen Sie dem Aufweg. Mein Schüler, hinterher. Ja, kommen Sie mit. Immerhin keine rote Rüstung. Mein Lord, was sollen wir mit diesen Strahlen tun? Was macht der Strahl? Er macht gar nichts. Es ist wie eine Kiste, die ist. Es liegen Gegenstände darin. Was für Gegenstände? Hochwertige Qualität, Flammenwerfer. Ist es vielleicht eine Druideneinheit vom Todesstern? Entnehmen Sie die Sachen, wenn wir sie gebrauchen können. Gut, wir gehen zum Lager zurück. Lass uns los.